ich arbeite szenisch, das heißt, ich suche mir ein Feld, also ein Themenfeld, ich suche mir Orte dazu und die Menschen, setze sie in Verbindung und versuche, das Thema über die Menschen kommen zu lassen. Sehr schön. 2007 warst du ja schon mal beim Doc-Festival mit deinem Film Draußen bleiben und dann auch 2012 wieder. Und wie ist es wieder hier zu sein? Bist du gerne in Leipzig bei diesem Festival hier? Ja, auf alle Fälle. Es ist ein ganz wichtiges, bedeutendes Dokumentarfilmfestival. Es ist immer interessant, auch so aus der ganzen Welt dokumentarische Arbeiten so konzentriert auf einem Ort sehen zu können. Und es macht einen natürlich schon auch stolz, dass man da Teil ist. Und jetzt bist du ja mit Valentina 26 hier, also hatte jetzt gerade Weltpremiere. Kannst du noch mal kurz erzählen, worum es in dem Film geht? Also der Valentina 26 ist ein 45-minütiger Dokumentarfilm und ist der zweite Teil einer gedachten Trilogie. Es geht bei beiden Filmen um Valentina, eine Kosovarin, die mit 4 Jahren nach Deutschland gekommen ist. Und deren Leben. Also im ersten Film ist es die Jugend bis knapp zur Volljährigkeit, 17. Und jetzt, 8 Jahre, 9 Jahre später, eben Valentina mit 26. Da wohnt die Leila, da wohnt so eine afghanische Familie, dann wieder eine afghanische Familie, dann kommt die irakische Familie, da kommt so eine irakische Wiederfamilie, dann Lea. Dann so eine chinesische und dann kommt wieder eine chinesische und dann kommt wieder eine chinesische, dann wieder eine chinesische. Dann später fängt Afghanisch, Irakisch und dann hinten kommen nur einzelne Männer, die wohnen. Kosovo, Afghanisch, Chinesisch, dann hört's auf. Mehr weiß ich nicht. Vielleicht fangen wir noch mal mit hinten an, mit draußen bleiben. Wie war das damals? Wie kam dieser erste Kontakt zustande? Also vielleicht, wie bist du auch auf die Idee gekommen? Valentina, die muss man ja auch erstmal finden, so eine Person. Also das war mein Abschlussfilm. Ich habe auf der Hochschule für Fernsehen und Film in München studiert. Und ich war auf der Recherche zu meinem Abschlussfilm und wollte, es war eine Mischung, also ich wollte was machen über eine rebellierende Jugend, über Verweigerung. Ich habe sehr schnell Kontakt aufgenommen zu einer multikulturellen Straßenfußballliga in München. Und in dieser Straßenfußballliga, da hat die Valentina eine Mannschaft gehabt, die Haras Ladies. Haras Ladies. Stopp, ich sag Haras Ladies. So schaut es jetzt mal aus. Wir sind die Haras Ladies. Spaß. Jetzt beeil dich mal bitte. Und bei einem der Spiele habe ich sie auf dem Feld erlebt, so wie man sie auch jetzt in dem Ausschnitt in Valentina 26 erlebt, mit der Faust als Torwart und Spielführerin. Und da habe ich gedacht, wer ist das? Bitte, das ist ja Wahnsinn. Und habe sofort gemerkt, dass da eine unglaubliche Kraft da ist. Wenn du jetzt was sagst, ich knall dir eine Faust rein. Sonst krieg ich gleich meinen Ausraster. Das ist nicht mein Spiel, Leute. Die haben so ihre Fresse halten, die sollen nicht so im Spielfeld so rumplärren, Mann. Es ist nur Spiel, Mann. Schreiten die da so rum, als wäre sie was weiß ich wer, Mann. Und das fand ich sehr sympathisch und habe sehr bald dann die Mutter kennengelernt und mich in dieses Thema dann so langsam reinbegeben. Und dann hat sich auch der Fokus für diesen ersten Film klar auf sie konzentriert. Zunächst mal war die Recherche, wie das ja oft beim dokumentarischen Arbeiten ist, immer ganz breit angelegt und dann war das immer klarer. Am Ende hat sich dann schon kurz vor Drehbeginn herausgestellt, dass es ein Film wird über sie und ihre beste Freundin, also einen Freundinnenfilm und dort auch noch gezielt dann die Situation am Stadtrand von München. Wie ist es, in einer halb illegalen Situation aufzuwachsen? Und wann kam dann die Idee, irgendwie, also war das von Anfang an, dass du gesagt hast, okay, mit der muss ich unbedingt noch weiter zusammenarbeiten oder wann entstand diese Idee, jetzt machen wir den zweiten Film?
Ja, das ist dann vor 1,5, 2 Jahren ist die Idee entstanden, auch weil ich eben mitbekommen habe, was alles bei ihr passiert ist. Dieser berufliche Einstieg ist ihr gelungen. Also nach dem Film, sie war ja eben noch Schülerin nach dem ersten Film. Dann kam erstmal die etwas sichere Situation mit der Ausbildung. Und nach der Ausbildung kam dann der erste Arbeitsplatz. Und diese Sicherheit auch und eine gewisse Gewissheit, dass sie ausziehen wird bei der Mutter und so, all das, habe ich mir gedacht, das sind jetzt schon große Umbrüche. Es wäre schon toll, wenn wir noch mal was machen würden. Valentina ist es letztendlich gelungen, sie hat jetzt irgendwie die Ausbildung gemacht, steht so auf eigenen Füßen. War das auch irgendwie dein Ziel, zu zeigen, hey, gebt diesen Leuten auch eine Chance? Oder ist das einfach ja, eben so passiert, weil Valentinas Entwicklung eben so war? Also ich hatte jetzt nicht das Ziel, das absichtlich so hinzustellen, schaut mal. Aber ich bin schon, auch gerade beim ersten Film, wütend gewesen, der Ablehnung der Bevölkerung, so, wenn man das so verallgemeinern kann erstmal, hat die ganz viel Ablehnung erfahren. In ihrer Art, wie sie ist, wenn sie in der U-Bahn fährt, wenn sie dann irgendwie, keine Ahnung, ach, die macht doch eh alles kaputt, schmeißt alles um und irgendwie unangenehm. Sie ist oft mit, gerade mit älteren Menschen in Konflikt geraten und ist in der, hat dann irgendwas beschmiert oder so. Ach, was soll, raus mit der, so. Also das habe ich erlebt bei den Dreharbeiten auch. Und dass sie jetzt gerade dieses Mädchen jetzt erwachsen geworden ist und in der Alterspflege arbeitet und mit kranken und bedürftigen Menschen, das ist ein wunderbarer Kreis, der sich schließt. Insofern ist es ein politischer Aspekt, der da ist, aber der jetzt nicht so mit der Fahne nach vorne getragen wird, sondern der subtil erzählt ist. Ich habe gar nicht gesehen, dass du ein Kreuz dran hast. Mhm. Ja, komm, hier hoch. Ja, komm mal. Gib mal Gas. Gib Gas, komm schon, komm schon, komm schon. Und dann genauso zwischen den zwei Sekunden. Hast du schon ein nächstes Projekt anstehen oder Ideen, die du gerne mal umsetzen möchtest? Also ich bin wirklich kein Flüchtlingsexperte, aber genau jetzt, letzte Woche, werde ich wahrscheinlich als Produzent einen Film übernehmen, der sich einer Flüchtlingsklasse widmet, ein Jahr lang. Und zwar einer syrischen, jetzt in München, ganz aktuell. Und dann ist es so, dass ich tatsächlich überlegt habe, ob ich nicht ein Drehbuch schreibe und das mit Valentina. Das ist natürlich dann auch wieder ein politischer Film, umsetzen werde und ich sozusagen den dokumentarischen Nährboden, den ihre Biografie bietet, der ist enorm. Und den sozusagen nochmal, also diese ganzen 20 Jahre, auf die sie zurückblicken kann bis jetzt und auch noch vielleicht, wenn man das in die nächsten 3, 4 Jahre denkt, die auch noch mit einfasst, denke ich, bietet Stoff genug, um einen verdichteten 90-Minuten-Film zu machen. Aber dann würde ich mich tatsächlich auch das Inszenieren bedienen und das Schreiben erstmal. Mhm. Okay, das war es erstmal von meiner Seite. Vielen Dank, okay. War auf jeden Fall sehr interessant. Ja, ich danke euch, vielen Dank für das Gespräch.